Und damit herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, hier auf 99 Damage mit mir, mit Knochen und unserem Kummert. Heute wieder mit am Start unser Experte, der Moose. Guten Tag. Mirko Zacke. Ja, das ist sein Name, der Vollständige. Heute zum Cup Nummer 2. Und was ist dann nicht wieder alles passiert vor diesem zweiten Cup? Gerade um 18 Uhr nochmal eine News online gegangen über mögliche Wechseleien, die heute schon zum Tragen kommen, allerdings noch nur unter dem Deckmantel Stand-ins. Noch ist da nichts Offizielles unterschrieben, keine neuen Verträge geschlossen, deshalb gibt es von den Teams noch keine finale Zusage oder ein finales Statement dazu. Und ja, letzte Woche unter dem Namen ESL DBG hier aufgetreten, heute treten wir unter dem Namen auf ESL Meisterschaft. Das soll nun der neue Name sein und bleiben. Das noch vielleicht als kleine Ergänzung für diejenigen User, die es nicht mitbekommen haben und sich wundern. Aufgrund der Rückmeldung aus der Community, nicht durchweg positiv, hat man sich dazu entschlossen, dann den Namen doch nochmal einen anderen Wink zu geben, eine andere Richtung zu geben und deshalb nun eben der Name ESL Meisterschaft. Wir befinden uns gerade in der ESL Frühlingsmeisterschaft, dann gibt es natürlich die Sommermeisterschaft und Wintermeisterschaft. Ja, und damit kommen wir eigentlich auch schon direkt zu der Begegnung des heutigen Abends. Um 19 Uhr jetzt gleich haben wir für euch vorbereitet Alternate gegen die Playing Ducks. Und gerade bei den Playing Ducks, die haben heute zumindest nochmal eine kleine Rolle gespielt. Das möchte ich euch nämlich ganz kurz zeigen. Nämlich in dieser News her. Verhandlungen um Spieler in Deutschland, das ist, was sie gerade angesprochen haben. Da geht es um die drei Teams, Mousesports, Panther und die Playing Ducks. Und ja, wie das so ist, fangen wir einfach mal von links nach rechts an. Panther möchte gerne von Mousesports Trubley haben. Mousesports möchte gerne von den Playing Ducks den Tapsen wieder haben, der im Dezember quasi im Umbruch oder im Januar mit dem Umbruch zurück zu den Playing Ducks gegangen ist. Das hat sich schon angebahnt. Die Ducks haben Tizian quasi schon ins Boot geholt. Tapsen erstmal auf die Ersatzbank gesetzt, damit ihnen nicht sowas passiert wie genau vor einem Jahr, wo am Tag des ersten Cups der Tapsen dann zum Mousesports gewechselt ist. Ja, und jetzt geht es eigentlich dann nur noch um die Vertragsfragen, ne? Also der eine Spieler mit dem laufenden Vertrag, den rauszuholen aus dem Vertrag und zum anderen Team zu holen. Deshalb gibt es da dann die ein oder anderen Absprachen, die noch getroffen werden müssen. Deshalb heute eben nur Tapsen als Stand-in bei Maus dabei, Trubley als Stand-in bei Panther dabei, noch nichts Offizielles. Die Teams sind noch nicht offiziell Teil oder unter Vertrag der jeweiligen neuen Teams. Dann haben wir heute Nuki noch mit dabei bei Mousesports, der einspringt für Johnny, der heute verhindert ist. Und ja, da eben ein anderer Termin ist, der schon lange geplant war und deshalb muss heute der Nuki da mal wieder ran. Nicolinho hätte man auch noch als Option. Ja, aber ich glaube, da wurde Trusted beantragt. Ja, aber noch ist nicht wohl durch. Noch nicht durchgegangen. Deswegen kann Nicolinho heute nicht spielen. Ja. Ja, und generell kann man sagen, dass dieses Mal ja nur 15 Teams dabei sind, da K-Skin Gaming leider den Check-In verpasst hat und somit Killerfish, die den ersten Cup gewonnen haben, dann heute ein Freilos haben in der ersten Runde. Und dann erst in der zweiten Runde im Viertelfinale antreten werden. So ist das. Das sehen wir es auch nochmal. Killerfisch mit dem Freilos, weil Case King ja, einfach mal die Anmeldephase verpasst hat, sich da einzuchecken. Dann Maus gegen Nord, PKD gegen Leisure, Alternate gegen Dax, Panther gegen SFTO, MikeSMG gegen MyKPV, Gamerdesk gegen Druckwelle und Enro gegen die Blue Jays. Und ja, Alternate gegen Playing Dax haben wir natürlich auch gleich noch die Infos zu dem Spiel parat und ganz wichtig, das neue Tippspiel läuft ja für den März. Ich bin momentan Erster mit 6 richtigen von 6 Matches. Ehrlich? Ja, also nicht alleiniger Erster. Wollte schon sagen, wir werden wahrscheinlich viele haben. So, aber ich muss natürlich hier schnell noch meine Tipps durchprügeln, damit ich hier kein Match verpasse. Ist Enro Blue Jays, bin ich schon zu spät, ist schon live. Mann. Da habe ich natürlich Blue Jays gegeben. Du hast gegeben, oder was? Ja. So, Alternate Ducks, dann gehen wir auf die Ducks. Und Killerfish gegen Mousesports oder NOD. Ja, da warten wir nochmal schön ab, ne? Mal gucken, ob Mousesports diesmal Wire anhat komplett, ne? Letztes Mal rausgeflogen wegen GOP B. Wire war an, ist dann aber ausgestiegen. Das war das Problem letzten Endes. Und ja, Playing Ducks mit 75,63% Quote, Alternate mit 24,37% Quote. Und hier gab es kurzfristig nochmal eine Änderung, denn Stefan wird spielen für Robson,
der im Krankenhaus ist. Für Rob. Und für Rob. Ja. Ja. Und ja, Stefan zuletzt bei Ten gewesen, davor mal bei MTF. Genau. Und ja, da kennt man ihn eigentlich, ne? Also damals gerade als bei Ten eben. Ja, und davor in der Clique halt so mit Kevin, Kalippe und sowas aktiv gewesen. Ja, exactly. So, damit machen wir uns auch schon auf den Server, denn alle Spieler sind bereit und in das... einer Sekunde startet es auch schon. So ist das, ja. Also perfekt hier rechtzeitig zum Spiel am Start. So, und damit gönnen wir uns Playing Ducks gegen Team Alternate. Die erste Partie hier vom zweiten Cup der ESL-Meisterschaft. Und die wird auf D-Cache sein. Genau wie letztes Mal. Da hat es auch auf Cache begonnen. Genau. Cache sowieso eine Map, die sehr, sehr gerne gespielt wird derzeit, weil sie ja auch noch relativ ausgeglichen ist. Und ich weiß nicht, ob es jetzt daran noch liegt, dass sie relativ neu ist im Vergleich zu den Standard-Maps, aber ist auch schön anzusehen. Gibt viele Möglichkeiten auf beiden Seiten und deswegen wahrscheinlich relativ beliebt zurzeit. So, aber die Knife-Taktik von den Ducks verstehe ich noch nicht so ganz. Also da geht jeder gerade so ein bisschen alleine drauf. Soll sein Ding versuchen. So, Tizian wird da in den Rücken geschlitzt. Mit Links-Click-Knife. So, jetzt Kirby ist hier. Also das war mal eine schnelle Nummer. Ja, ich bin gespannt auf Alternate, weil ich glaube nicht, dass sie viel trainiert haben in der Formation. Jensen ist ja eigentlich auch eher ein Stand-In, wurde noch nicht offiziell bestätigt als fünfter Mann. Jetzt mit Stefan noch als zweiten Stand-In so gesehen. Und ich bin echt gespannt, ob da was wird. So, dann ist hier schon die Frage gestellt, ob das Headset vom Gewinner schon unterwegs ist. Hast du da die Daten schon weitergeleitet? Die Daten wurden heute weitergeleitet, ja, an unseren Versand, so gesehen. Und der müsste das dann eigentlich morgen übermorgen rausschicken. Alles klar. Wir hatten gefragt, hat der Gewinner direkt gefragt? Lollibop. Ah ja, alles klar. Ist wohl seins, oder? Ja. Also, jetzt neu seins. wurde auch vorhin noch gefragt, ob es denn bei der Adresse bleibt dann oder ob es wieder zurückkommt, das Headset. Ja, ja. Bleibt wohl dort. So, also wir sind ready. NK noch nicht. Das ist der einzige, der gerade noch AFK ist. Ne? Kazuya noch. Kazuya blinkt da vor sich hin. Okay, dann ist er wohl nicht AFK. Aber NK ist es. Vielleicht schreibt er dir da noch im Chat. Nee, ist ja nicht. Ach doch. Gleich gehen nochmal Grüße raus. Ja, ich muss auch mal Grüße raushauen. An? Nämlich an den Moos. Moritz Zimmermann. Ah, guckt er zu oder was? Ja, der hat gesagt, der schaltet heute ein. Hi Moritz. Bester Movie Maker einfach in Dota. Gut, wir müssen uns ja hier nicht NK anschauen. Eieiei. Hier, komm, zeig's euch die Kamera. Ja, das sieht man aber nicht, oder? Lass doch die Zuschauer daran teilhaben. Das sieht man nicht, oder? Ja, geh halt da ran, da. Warte, einen Moment. Hab nämlich noch ein schönes Bild bekommen vom Match. NK macht immer so Liebesbotschaften noch kurz vorm Spiel. Das bringt ihn nochmal in den richtigen Konzentrationsmodus. So, dann zeig mal rein, ja. Man sieht die Nummer aus, oder kommt noch eine neue Nachricht? So, also das haben wir jetzt nochmal bekommen, als kleine Motivation vor dem Match. Danke dafür. So, aber nun geht's auch los mit der Partie und von da lassen wir uns hier nicht weiter aufhalten. Mal schauen, was er dazu sagt, dass ich es gerade im Stream gezeigt habe. Und Johannio hat heute scheinbar Geburtstag, von da noch ganz fix. Alles Gute von unserer Seite. Also, los geht's mit Partie Nummer 1 am heutigen Montag, den 2. März. Alternate gegen Dax. Und das geht schnell in Richtung B für die Mannen von den Playing Dax. Da steht auch schon Enkai. So, und alle 5 Dax Fly Together. Man kennt es. Enkai einen richtigen Schwinger bekommen. Jensen im Spot wird auch überfahren. Einen kriegt er, dann sitzt der Headshot. Und sogar mit Schachtboost. Kief dort reingeboostet worden. Sursundown.
Stefan wird da in der Mitte immer noch zurückgedrängt, weil Keith da immer wieder und immer wieder rumkommt und ablenkt. Und jetzt, na jetzt wird er aber frech. Jetzt wird er aber frech. Wollte ihn erstmal zur EPS begrüßen mit dem Messer. Zur ESL-Meisterschaft. Sorry. 2015 in der Frühlingssaison. So, jetzt aber 2-2 immer noch. Ja, Tizian hat Low. Aber Kirby steht immer noch in der Smoke, wurde nichts entdeckt. Oh, ja. Und jetzt muss Kirby raus und jetzt. Aber es wird. Es wird schwer. Knapp. Es wird sehr knapp und es wird eigentlich nicht, nicht reichen. Aber Stefan beispielsweise hat den Devkit, der hätte eigentlich hingehen können. Ja, jetzt erst aufgehoben, ja. Ja. Aber es hätte wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen knapper geworden. Aber da siehst du einen Keith, der einfach dann ne, natürlich so ein bisschen sich einen kleinen Spaß gönnen will. Sowas kostet dann vielleicht hier die Runde. Ja. Also lass ihn da einen Devkit dabei haben. Aber super stark auch wieder von Tizian, den einfach vorgeschickt. Direkt zwei Frags und dann ist der B-Spot schon wieder clean. Und das ist auch seine Stärke immer gewesen und anscheinend immer noch. Auch wenn er jetzt relativ lange inaktiv war, so gesehen. So, Mitte einnehmen funktioniert. Das hat auch letzte Woche ganz gut funktioniert. Allerdings mit ein bisschen anderen Teams. Und Sky offensiv über Tür gegangen. Stefan wird da gleich von kurz was sehen. Wenn er denn faced, macht er nicht. Aber dafür Jensen CT mit raus. Beziehungsweise CT mit am Aim. Keith wieder sofort zurückgegangen und sehr, sehr späte Entscheidung jetzt bei den Ducks. Ja, kommt wieder auf den B. Aber in der Zeit eigentlich schon fast alle geschoben von den CTs. Ja. Bombe ist jetzt durch, kann gelegt werden. Boah, Sky hat ihn nicht gesehen da unten durch den Schlitz. Dann wieder die Spectator Smoke natürlich. Ja. So, Stefan geht schon saven in der Base. Hat ein Kit, hat einen P250 und hat auch Kevlar und Helm. Und sie gehen alle saven, so wie es aussieht. Man versucht auch gar keine Exit Frags zu ziehen. Weil man dann wieder gar kein Geld hätte für die nächste Runde. Ja, Hauptsache Jensen bringt da die Waffe auf jeden Fall mit. Ja. Den Rest hast du ja schon soweit gesagt. Also so als kleine Randinformation, Tizian wird man zu 99% nicht verpflichten bei Maus. Ist das so? Das ist mein Call. Okay, nicht schlecht. Gibt es da auch eine Begründung für oder einfach jetzt? Die sind sehr privat, wenn überhaupt. Okay. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber mal schauen. Das gehört hier nicht her. Aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass Maus da Tizian picken wird. Auch wenn das immer wieder jetzt in den letzten Tagen da geschrieben wird, dass das halt eine gute Verpflichtung wäre. So, Stefan fällt, damit ist es nur noch Sky, der vielleicht noch einen Frag machen kann, aber Kirby Crispy. Bomben wird sehr spät gelegt, weil sie erst alles gecheckt haben. Jetzt wird aber direkt gespottet, dann sogar von 2. 3-0 für die Playing Ducks steht. Bisher auch alle erfolgreich gewesen bei den Ducks, was einen Frag angeht. Syrson noch nichts getroffen. 0-0-3 momentan noch. Mal schauen. Also bisher sieht es ja bei Alternate leider sehr zusammengewürfelt aus. Ja, ist halt wirklich so. Ich weiß auch nicht, ob sie jetzt noch irgendwas Großes planen jetzt für die Season, ob sie wirklich noch zwei richtige Verpflichtungen machen werden oder einfach jetzt so durchstatteln. Ja. Da hört man auch relativ wenig. Oder ob sich vielleicht noch eins der anderen großen Teams vielleicht an Alternate noch bedient. Ja, kann natürlich auch sein. Ich meine, Syrson und NK sind wahrscheinlich zwei Spieler, die man gut gebrauchen kann in anderen Teams. NK, der ansagen kann und Syrson einfach ein Nachwuchsspieler, der sehr, sehr viel trifft und auch vorgehen kann als Entry-Fragger. Aber ich bin gespannt, was da noch passieren wird. Stefan supportet da jetzt NK. Auch erfolgreich gegen Crispy, aber Keith mit dem zweiten Frag. Stefan ebenfalls down. Und damit steht man jetzt noch 1-1 an den Spots. Sky hier am A-Spot und Jensen am B. Und die Bombe orientiert sich auch wieder B. Jensen muss da jetzt noch ein bisschen überleben, bis sein Mate da ist. Flash kommt gut. Und genau, weg. Jensen fackelt aber ab. Ja.
Schön aufgepasst. Sky ist aber schon oben im Heaven. Tizian aber gefährlich. Regel ist eigentlich, dass man nicht über die Rampe gehen soll. Genau aus dem Grund, dass man da oben abgeaimt wird. Eigentlich soll man immer unten durchlaufen Richtung Headshot-Rampe und dann da hochspringen. Aber hat dann auch so geklappt. Ja, vor allem, weil er da eben so auf die Rampe drauf hüpft natürlich. Genau. Und es halt eigentlich... diese eine Sekunde fehlt, um halt ins Aiming zu gehen. Ne? Ja, ist halt eigentlich ein easy Frag von oben, aber... Ja, gerade nicht drauf gewesen. Ah, Enkel. Schöner Shot, dann aber der Refrag direkt wieder da. Crispy erfolgreich. Und Sjursson noch an Kurz. Jetzt ebenfalls down. Und damit sollte dann gleich hier das 5:0 stehen. Sehr einseitig bisher. Lol, Autokorrektur. Ja. So, Molotov jetzt auf dem B. Sky fast komplett abgefackelt wieder. Und diesmal entscheiden sie sich Richtung A zu gehen. In einer Überzahlsituation. Also auch sehr variabel bisher das Spiel von Playing Ducks. Bisher auf dem B gegangen, jetzt gehen sie mal auf dem A im 4-2. So, mal gucken, ob Stefan wenigstens einmachen kann da an der Posi. Oh, guck genau weg, wenn die Flash kommt. Damit ist es nur noch Sky, der wird auch schon abgehängt. Von Kazuya, der ist da drauf, setzt den Shot 5:0 für die Playing Ducks, die sich hier bisher sehr, sehr gut präsentieren. Allerdings auch gegen, und das würde ich mit aller Vorsicht sagen, ein gehandicaptes Team Alternate. Ja. Und ich persönlich muss sagen, ich finde den Zugang oder Tausch Tizian gegen Thompson aus der Konstellation von den Spielern besser als eben mit der Variante mit Thompson. Das ist meine persönliche Meinung, aber ich glaube, dass ein Crispy, Keith und Co. ein bisschen besser mit einem Tizian klarkommen. Ja. Also mein Thompson ist ein sehr pflegeleichter Kerl und Charakter. Aber, ja, also ich glaube, dass ein Tizian da in der Konstellation so besser aufgehoben ist. Ja, ich meine, die kennen sich ja auch schon lange. Tizian und Crispy damals in der ersten Season von Tizian bei Dogpicks gespielt. Kirby und Thompson kennen sich halt auch schon ewig, ne? Ja, also stimmt schon. Von der so, jetzt Warte her. Jetzt kommt mal ein B-Go einstudiert mit Molotovs. Der erste Molly kommt nicht an, ja. Der sollte eigentlich da ins... Schön offensiv geschoben von Jensen. Schauen, ob er da was bekommt. Enkai pusht einfach auf den Schaft raus, macht zwei sogar. Jensen jetzt mit dem dritten Frag. Sehr schön aufgepasst dort. Schön rumgezogen. Keith auch noch down. Die erste Runde für Alternate. Brennt nach noch schön. Also du siehst, dieser langsame, einstudierte Go funktioniert überhaupt nicht bei den Ducks. Ja. Aber Jensen hat da auch gut seine Posi geschoben. Im Spot war er auf jeden Fall hoffnungslos. Ja. Und Enkai, der dann halt so überraschend da pusht. Ja, er darf trotzdem keine zwei Leute da machen eigentlich. Nö, eigentlich nicht. Keith mit dem First Track jetzt an Sjursson. Der auch so unglaublich stark geworden ist über die letzten Monate. Keith oder Sjursson? Keith. Ja, mit der AWP auf jeden Fall. Ich meine, hat er auch lange genug Zeit gehabt zum Üben. So, jetzt Sky da oben an der Pose über der Tür. Und ich bin mir nicht sicher, aber eigentlich müssten sie den Boost gehört haben, weil Sky hat da oben nochmal ein bisschen Steps gemacht dann. Da zieht er, guckt auch schon durch die Wand und hat da eben auf ihn gezielt. Macht er immer noch. Hat eben auf ihn gezeigt. Ja, zeigt damit Keith an, dass er da oben irgendwas ist. Mal gucken, wie sie es jetzt spielen. Jetzt wird da geflasht, genau. Schön gemacht. Spot noch Stefan. Oh, Tizian, super stark. Also eigentlich auch wieder ein Frag, wo er gegen fallen muss. Ja. Aber er macht ihn. Ja, und Jensen mit der AWP muss ich eigentlich wieder durchspringen. Ja, und da hat er auch gerade weit genug Platz. So, und Sjursson als James Bond unterwegs hier auf dem Server verkleidet. Ja.
Jensen. Wird dann auch geholt. Von zwei Seiten angegangen, vom Baseball in der Mitte. Und AWP damit weg. Eko wird auf jeden Fall folgen und das könnte. Ja. Könnte fast zwei Ekos bedeuten. Doppelspar, genau. So, jetzt zu zweit wieder in der Mitte offensiv. So ist schon da wieder close zum Boost, wie er es auch schon beim Acer Ace zum Beispiel gespielt hat, oh, und da auch sehr gut gespielt hat. Johnson fallen. Kirby. So, aber sie haben ihn nicht auf dem Schirm anscheinend. Ah, doch jetzt. Muss auch fallen. Enkel wieder über Schacht und wieder schön. Erfolgreich. Dann noch einen Headshot gegeben an Kirby. So, so ist er jetzt Sirson. Schnell dort. Aber er wird von zweimal schon. Macht den ersten. Erwartet den zweiten wahrscheinlich nicht dort. Wird er da. Rechnet da null mit, aber. Zumindest bekannt. Oh, und Sky darf da nicht einfach rausspringen. Vertütelt's komplett und Kirby, der kann hier jetzt damit glänzen. Vier Fracks von ihm. Alle Bullen sind Schweine. Sowas gefällt dir, wa? Haben sie in Leipzig gesungen im Stadion. Freust dich schon auf den 1. Mai, wa? Hab schon die Kieselsteine parat gelegt. Mach keine Dummheiten, am 2. Mai sind wir unterwegs nach Duisburg. Mann, nicht die Polizisten, sondern hier. Ach, die Red Bull, die roten Bullen. Die roten Bullen, ja. Ach so. Haben sie gesungen, Union Berlin. Ja, und trotzdem haben sie auch kassiert. Ja, kassiert. 3-2, ne? Ja. Ja, war schön. Kleine Poppe vielleicht da von Sirson. Kief immer noch blind gewesen. Was ist denn los? Da haben gerade einige im Chat Angst gehabt, dass der Monitor die Grätsche macht oder irgendwas elektrizitätsmäßig im Haushalt wegen der Ratsche. Ach so. Dass da irgendwas die Grätsche macht. So, NK jetzt mit dem Frack. Jensen wieder alleine am B. So, also ich bin kein Unioner, nein. Dann würde ich auch nicht mit dir casten, auch, Mann. Auch kein Herthaner. Hey, hey, hey. So, und Sky. Und oh, Sky. Kief kann man mal machen. Ja, in die Hand nehmen, wenn man gerade abgeschossen wird. Nein, der war Gold. Goldkönig. So, Kirby. Jensen legt da die falsche Richtung ein. Kirby überlebt mit der Waffe. Tja. Und da geht so eine Runde mal dann an Team Alternate. Ja. 7-2, jetzt müssen sie aber mal ein, zwei Runden am Stück gewinnen. Absolut. Also, wenn sie die verlieren, ist auf jeden Fall die nächste Eco dran. 7 Runden bei den Ducks ist schon eine Hausnummer. Oh, hier erstmal schnell Teammate. Ach. Ja, sie hat da im Enkais Boost-Training gelernt. Da hat sich was Neues ausgedacht. Damit kann man den Gegner verwirren. So, jetzt schnell wieder auf dem Meer rauf. Jensen da komplett alleine wieder. Das hat jetzt auch, haben jetzt auch die Ducks gecheckt. Dass er da immer alleine steht. Oh, und Sirson da im schlechten Timing in der Mitte. Wird gerade noch gesehen, kann aber nicht den Frag setzen. So, und guck mal, zwei Spieler von den Playing Ducks noch ganz, ganz an der anderen Seite der Map. Kommen jetzt erst nach. Ja, aber ist erstmal egal. Also, es kann ja so ein bisschen als Backstep, ja. Ja. Und Tizian hat das Sirson gesehen. So, und der kriegt Kopfschmerzen. So, Sky komplett blind. Ich dachte schon, Crispy spielt da so einen wahnsinns Risikomove. Macht den ersten Sky, erwartet wahrscheinlich nicht den zweiten am Blau. Hat ihn gesehen. Wird aber gemacht von Crispy. NK jetzt im Schachtgang, macht den zweiten. One and two. Und ist noch Crispy geholt. Der 8-2. Rote Baron schlägt zu. Crispy direkt wieder AWP mitgenommen für Kiev. Ja, und wieder wenig Geld bei Team Alternate. Und werden wahrscheinlich wieder sparen müssen. Genau. Was
Was denn? Ach, du weißt doch, ich liebe diese Sprüche da, die egal wie und sowas, ne? Egal wie gut du kochst oder wie schlecht du kochst, Karl Marx. Jetzt habe ich hier gerade den Weltklasse, den neuesten gesehen. Oder egal wie arm du bist, du kannst es dir von der leihen. Verstehst du? Von der Leyen, ne? Von der Leyen. Jetzt hat hier einer geschrieben, egal wie gut du kegelst, Hussein Bolt. Weltklasse, danke. Wer war das? DTSK 940. Made my day. Und das schon um 19.30 Uhr. So, NK Last in dieser Echo. Das, was wir prophezeit haben oder gesagt haben, wie es gut wäre, hat Alternate hier nicht standgehalten. Deshalb folgt die Echo nach der verlorenen Runde. Und ja, eigentlich im Prinzip würde man jetzt noch eine Echo spielen. Ne? Also es ist so eine Geschichte. Der eine Ansage sagt, okay, forcen. Der andere sagt, lass noch eine Echo machen. Aber da man eben erst 2-9 hat, genau, müssen sie forcen. Egal, ob sie da jetzt auch nur 3-5 gehabt hätten oder 3-3. Da haben sie halt keine Alternative mehr. Da müssen sie halt einfach mal irgendeinen Risikomove spielen. Genau. Mal in der Mitte den Asia-Boost. Ne? In der Mitte gegen Booster boosten. Ja. Sie brauchen halt einfach mal was Riskantes spielen, was den Gegner halt einfach komplett überrascht. Die Jungs von den Playing Ducks. Sie brauchen eigentlich alle 4 Runden, wenn sie überhaupt noch eine Chance haben möchten. Weil 9 Runden auf der T-Seite ist schon ziemlich krass. Und Jensen wieder alleine auf dem B dort. Er kann halt nichts machen da, ja. Jetzt wird er wieder geflasht. Halt jedes Mal da umgepimmelt. Er ist halt komplett allein gelassen dort, ist kein Simon, der die ganzen B-Spot regelt. Wieder schön mit Schachboost. Jetzt könnte man nochmal einen Schachboost spielen. Damit wird man überhaupt nicht rechnen. Jetzt so. Rein da mit dir in den Schacht, du Lümmel. Kazuya geht in den Schacht rein. Ja, wird abgeaimt. Das war halt unnötig. Also Schacht so, geil, jetzt wieder, rein. Wieder über die Rampe und jetzt wird er geholt. Das muss Zizia mal irgendjemand sagen. Genau wie vorhin. Jetzt wird er dafür bestraft und Kiev ist im 1-on-2. Der macht's richtig mit der Bombe. Der geht über die Headshot-Schräge. So, Stefan schiebt auch CT. Jetzt wird einer Nest kommen und einer unten CT. Und Kief denkt immer noch, dass einer Mitte ist. Ja, klar. Hat er noch kein anderes Bedienst. Boah, ein schöner Headshot, der erste Schuss von Stefan. 3-9. Dritter Kill. Also das war aber halt auch unnötig mit diesem Schachtboost. Super. Ja. Dass sie noch einen zweiten dort reinboosten als Überraschung. Aber der muss halt nicht facen. Genau. Also vor allem, wenn viel zu früh gefaced. Das war halt absolut unnötig, da noch irgendwas zu erzwingen, weil die Überraschung, die hat man ja da drin, ne? Ja, und die Runde hat halt meiner Meinung nach Tizian verloren. Der da wieder über die Rampe geht mit der Bombe, wird dann geholt. Ja. Und ja, sowas könnte man ihm als Ansage mal beibringen. Also die anderen alle kenne ich, die ihr jetzt gerade gepostet habt im Chat und in sonstigen Privatmessages. Mit den egal wie so, jetzt wird mal gegen geboost in der Mitte. Aber da wird aufgepasst von Tizian. Und der macht ihn auch. Also überraschen lassen sie sich da nicht. Ja, Enkel schaut halt den Stream, aber halt ein bisschen zu spät. Ne, die Idee hätte halt vorher haben müssen. Weil Playing Ducks schaut halt auch Stream und jetzt wissen wir halt, dass Enkel lässt sich halt dann doch immer wieder als Ansager vorsagen, was man spielen kann. Also, lieber Enkel, nächste Runde wäre mal ein 3er-B-Push angebracht, um da mal ein bisschen Kontrolle reinzukriegen. Genau. Mitte offen lassen, 2A schicken, 3B offensiv. Und jetzt bitte umsetzen. So, jetzt geht's auf dem A raus, zu viert. Kirby in der Mitte, der über kurz kommt. Oh, aber Sky rechnet nicht mit noch einem zweiten. Beziehungsweise noch einem dritten. So, jetzt 1-on-2. Das ist holbar für Jensen. Auf jeden Fall. Devkit hat er. Ah, der Laufweg, Kirby ist, der Laufweg ist gut von Kirby. Ja. Ist jetzt. Kirby bleibt am Truck, kommt nicht nochmal von CT-Mitte. Jensen und Jensen erwartet ihn halt. Null. Null. Null dort. 10-3. Und surprise, surprise. Team Alternate muss in die Eco. So, also, und jetzt. Trotzdem bleibe ich bei der Ansage: 2A mit offen lassen, 3B-Push.
Könnte mal sogar gucken, ob Enkai das ansagt. Ja. Na? Natürlich nicht. Och, und Sirson kriegt den Hit. Den hat... Vorhin hat er ihn geübt, Kazuya. Jetzt macht ihn Kif und ist erfolgreich dagegen, Sirson. Ja. Hat wahrscheinlich auch gedacht, WTF passiert hier. So, sehr variabel von den Playing Lugs auf jeden Fall. Mit ihren Taktiken. Also ist jetzt nicht so, dass sie jede Runde das gleiche spielen oder den gleichen Standardaufbau haben. Nö, aber man variiert jetzt so aus der Geschichte, die funktioniert. Ne, vorhin hat man diesen einstudierten Vego, der hat nicht geklappt. Daraus hat man gelernt und spielt jetzt eben einfach ein bisschen andere, vielleicht leichtere Sachen. Ja. Und baut halt einfach aus den Runden heraus auf. Kabi gleich gegen Sirson das Duell. Checkt es nicht. So, dafür aber Kief. Und im Spot weiß er natürlich auch, dass da noch einer ist. So, Sky jetzt wieder im Y. Hat ja eh auch genascht. Und jetzt Last Man Standing. Kann keinen holen. 11 zu 3 Dax. Und. Alternate, Mann. So, zumindest Sirson, sein 007 ist weg. Ja. Aus dem 007 hat er einen 6014 gemacht. Also 6-7 Stats. Nachdem wir es angesprochen hatten. Ja, aber also diese 11 Runden, das ist zu deutlich für die T-Seite. Auch wenn man in letzter Zeit häufiger auf der T-Seite extrem gute, hohe Ergebnisse sieht zur Halbzeit. Aber diese 11 Runden erscheinen mir dann doch ein bisschen zu viel. So, Backstep, Sky aus der Main, wurde aber gesehen. Nate fliegt. Sirson über Truck und Jensen wird auch gleich dazukommen. Bombe wird jetzt geplantet und ansonsten sind eigentlich alle Slots safe. Letzter Mann bekannt, Sirson, und der kann sich noch zwei schnappen. Kirby und Keith, beide noch mit fast Full AP, Kirby mit 92. Keith jetzt nur mit Anti-Flash da, genau. Ja, ist auch voll in Ordnung. Kommt immer wieder und dann kommt Kirby rum. Ja, war ein bisschen zu greedy gespielt, aber... Hat er funktioniert, alles okay. Bombe war sowieso für Main geplantet, also selbst wenn Kirby da noch gefallen wäre, hätte Kief das noch locker runterspielen können. 12 zu 3, der Halbzeitstand. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr souveräner Vorsprung hier von den Ducks. Ja, wenn man jetzt noch die Pistole holen kann, ist eigentlich schon die Vorentscheidung. Ja. Ich bin gespannt, ob sich hier da irgendwas einfallen lassen hat oder... Schauen wir jetzt, wird's hier. Stats-mäßig bei den Ducks alle gut unterwegs. Kazuya ein bisschen abgefallen. So, Enkai checkt in der Mitte gegen Keith. Kriegt da auch die Hits, kann keine Hits setzen. Es geht schnell Richtung A. Wird aber alles geflasht da. Und nochmal alles blind. Tizia macht den ersten. Crispy schon an der Tür. Macht sich schon wieder zu. Und da fallen jetzt schon wieder die Shots. Die Tizia im Spot. Und damit ist es nur noch Sirson 1 gegen 3. Bombe hat er zwar auf dem Rücken, plantet aber noch nicht, versucht erst nochmal so ein bisschen in ein Duell zu gehen. Gemacht, aber, kriegt richtige Shots durch den Smoke. Einfach reingeschossen von Smoke, ja, beide reingeschossen einfach. Ja, da ist sie, die Runde, die du angesprochen hast. 13 zu 3. Ja, und das ist eigentlich, jetzt steht es gleich, 14, müsste es 14 zu 3 stehen. Und dann ist halt wieder Eco, weil sie jetzt gehen kaufen. Gamer das gegen Druckwelle... Schon beendet, 16-4 dort der Endstand. Ja. Und auch die anderen Ergebnisse werden wir euch gleich noch hier im Stream präsentieren. In unserer Halbzeitshow mit Moos. Troll. Kazuya auf dem B, nur mit Anti-Flash. Wirft die jetzt auch. Noch eine zweite. Oh, die zweite sitzt. Aber Jensen macht die trotzdem, weil er weiß, wer schön gemacht von Jensen.
Richtig schöner Turbo-Go mit der Tech-9. So, und das muss man erstmal retaken jetzt. Jensen. Oh, macht fast den dritten. So, oh, und jetzt trifft er ihn nicht. Da muss er, den muss er aber haben. Bombe wird eingesmoked. Wird auch defused einfach. Ja. Heute jetzt Guy has left the game. Keith covered und covered und covered. Also die Runde hätten sie auf jeden Fall haben können nach den beiden First Fracks. Ja. Jensen super Fracks gemacht. Aber es hat dann wieder zu lange gedauert und dann halt scheiß Posis gewählt zum Verteidigen. Aber also Jensen muss den da oben haben am Heaven. So, jetzt nochmal kurze Pause. In der Zeit können wir mal über die Ergebnisse kurz gehen, oder? Exakt. Die Halbzeitergebnisse werden euch präsentiert von Mirko Muszake. Ja, also Mausboards gegen NOD. Auf die Overpass 10:9 für Mausboards nach einer 9:6 Führung für NOD auf der CT-Seite in der ersten Halbzeit. Das zweite Spiel zwischen Andrew Griffins und Blue Jays. Da steht es mittlerweile 12:6 für die Blue Jays. Welche Map? Auf DE das 2. Danke sehr. Planet Key Dynamics auf DE Nuke gegen Leisure. Erste Halbzeit müsste jetzt beendet sein. Ne, 10:3 steht es da noch auf der CT-Seite für Planet Key. So, bei MyXMG gegen MyKey Preisvergleich steht es genau andersrum. Auch auf DE Nuke, der hat aber Key Preisvergleich zuerst 11:4 auf der T-Seite gewonnen. Und führt jetzt auch 4:2, also 15:6. Das Spiel wird auch gleich zu Ende sein, so wie es aussieht. Genau wie die Pause hier. Genau, wie du angesprochen hast, Gamer Desk gewonnen. Und das letzte Spiel des Abends oder der ersten Runde erstmal Pentasports gegen SFTO. Auf DE Cash 5:2 für Penta auf der T-Seite. Super, damit geht's weiter. Danke für die Halbzeitergebnisse. Und 14:3 der Spielstand hier und damit geht es weiter. Ohohoho, Tizia mit einem kleinen Rädchen. Und Sky macht hier den Crispy. 1:3, das dürfte aber die 15. Runde werden für die Ducks. Quack, quack. Ducks fly together. Und kurz vor dem Ende, vor dem Sieg, ist auch Matty Licious nun da. Matty Licious. Delicious. The body stays ambitious. So, also 12 Matchbälle für die Playing Ducks, um das Ganze hier über die Bühne zu bringen. Alternate gekauft, was geht? Zweimal Tech-9, dreimal Deagle. So, das sieht nach einem kleinen Verzweiflungs-Go zum Ende aus. Keine Mitte. Enkel alleine rausgegangen. Crispy Amiello noch immer. Der Rest hat dann irgendwie doch gewartet. Jetzt Sky in der Mitte. So, und ja, Stefan auf einer kleinen Grillparty. Weiß, dass Crispy da in der Ecke steht. Macht ihn auch im Fallen von der obersten Kiste. Und schöner Headshot davon, Sirson. Tief. So, jetzt daddelt man rein. LOL! Wie er da einfach auf den Spot kommt. Wird wahrscheinlich dann ohne doch dass irgendeiner checkt. GG. Wahnsinn. 16:3. Wahnsinn gespielt von Kazuya. Super einseitig. Also, dass er da so auf den Spot kommt, das darf. Niemals. Niemals darf er da so auf den Spot kommen, während der Mate am Planten ist. Also, das war. Das war nicht gut. Das war einfach nicht gut gespielt. Ah, 16:3. Also Alternate mit momentan gerade etwas bisschen gehandicapt im Team. Aber das, also im Grunde erzählen wir das, was wir auch in der letzten Season gesagt haben. Alternate erstmal grundsätzlich früh aufgestellt im Team, gutes Lineup auf dem Papier, ja. Funktioniert aber nichts und ja. Am Ende keine große Bedeutung gehabt. Ist sogar nicht mal ins Finale geschafft, auf die Finals. Genau.
Und so wie es derzeit aussieht, wird es auch dieses Jahr nichts. Also, das war wieder gerade keine gute Leistung. Da kann man auch nichts anderes zu sagen. 16 zu 3. Bei Alternate muss auf jeden Fall was passieren und auch da muss eine Lösung gefunden werden, nachdem die anderen Teams dann mit ihren Durchmischereien fertig sind. Aber mal gucken. Damit kommen wir natürlich zur nächsten Partie bei uns im Baum und da schauen wir mal ganz kurz vorbei auf der Page auf 99damage.de. Übrigens neuer Monat, natürlich auch neuer Background. Ne? Das ist die Map DE Mirage. Dankeschön. Habe ich nicht gewusst. Nee, du natürlich, aber ne, vielleicht nicht jeder. Also, die Ducks sind durch, damit warten wir auf den Gegner. Wahrscheinlich werden es die Planet Key Dynamics werden. Leisure, die gerade drei Runden oder sowas hatten, ne? Nach deinem letzten Status. Ja. Und ansonsten sind vier Matches vorüber, beziehungsweise drei. Killerfish hatte dann Freilos. MyKPV durch, gewonnen gegen MyXMG. Gamer Desk, das haben wir schon gesagt, gegen Druckwelle durch. Und Planet Key gegen Leisure steht es 11 zu 3. Also in kleinen Schritten kommt man da voran. Also haben wir als nächstes Planet Key wahrscheinlich gegen Sehr die Ducks, ne? wahrscheinlich, sehr Auch ein gutes wahrscheinlich, Spiel. sehr wahrscheinlich wird es so sein, ja. Ja, also das erstmal zu unserem ersten Spiel. Damit kommen wir natürlich gleich zum Viertelfinale dann. Sehr wahrscheinlich Planet Key Dynamics gegen die Playing Ducks. Wird auch eine sehr interessante Partie. Was für eine Map könntest du dir vorstellen bei diesen beiden Teams? Also Das zwei realistisch? realistisch, ja. Planet Key will auf jeden Fall bestimmt wieder Nuke spielen, aber ich glaube nicht, dass es im Sinne von Playing Ducks ist. Also ich denke, entweder wird es wieder Cash werden oder könnte auch auf das 2 Mirage hinauslaufen. Ich bin gespannt. Alles klar, dann lassen wir uns überraschen. Wir sehen uns natürlich gleich zurück hier auf 99 Damage mit dem nächsten Spiel von der ESL Frühlingsmeisterschaft 2015 mit dem zweiten Cup.